German Design Award spiegeln sich natürlich Entwicklungen, mit denen wir global konfrontiert sind. Wenn wir über Nachhaltigkeit, Circular Economy, Circular Design sprechen. Das Spannende ist, wir haben sehr viele Einreichungen von allen Kontinenten. Wir haben Projekte, wir haben Architekturen, Lösungen, auch im Kommunikationsdesign. Und das ist ja schon auch ein Stück weit ein Kondensat. Und ich glaube, das ist das Spannende. Hier bei uns wird es konkret. Es zeigt sich, wie muss es sein? Wie können wir den Change, wie können wir die Transformation leisten und im wahrsten Sinne des Wortes gestalten? We all need to work together in terms of solving this crisis that we're all in terms of architecture, design. So I think what's really important here is obviously that when you review the project, that's a sustainability part. And everybody that works in the built environment with products or bringing out new things to the world have a responsibility. Produkte sollen Spaß machen. Ja, sie sind da, um bei uns gewisse Emotionen auch auszulösen. Aber vor allem auch sollen sie Menschen helfen. Und wenn wir uns stärker darauf fokussieren, wie wir wirklich Menschen helfen können, auch in anderen Kulturen, auch außerhalb unserer eigenen Bubble, dann sind wir, denke ich, als Designer am besten eingesetzt. I was super impressed. A lot of the designs are more environmentally friendly, of course, right? But also from a cultural perspective, they are really promoting diversity, inclusion, and it is truly a feeding ground for new inspiration. Wir haben auch interessante, schöne Produkte gesehen, die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern und diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, Nachhaltigkeit besteht auch aus dem Thema Social, nicht nur Environmental und Governance, und Social bedeutet in dem Fall auch Sicherheit geben. Ich glaube, dass der German Design Award eine große Stimme hat und damit auch eine große Verantwortung und dass diese Signalwirkung natürlich genutzt werden muss. Und ich würde sagen, die Zukunft des Designs muss natürlich die Nachhaltigkeit, die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Denn in Zukunft wird sich darüber entscheiden, ob ein Design gut oder schlecht ist, wie kreislauffähig es ist, wie viel und wie groß der Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels 2050 ist. Das ist tatsächlich auch meine Erwartung und auch der Fokus, den ich als Juror hier reinbringe.